Herzlich willkommen, lieber Löwe. Mein Name ist Tamara und ich mache hier eine intuitive Tarotkartenlegung für die Liebe. Ich schaue, wie deine Energie ist und dann wie die Energie deines Gegenübers ist, was das Thema zwischen euch ist und was der Ratschlag vom Universum ist. Ja, liebe geistige Welt, bitte gib mir eine Energie für den Löwen. Die Mäßigkeit. Rat des Schicksals. Page der Kelche. Und an der Unterseite des Decks 4 der Stäbe. Ja, lieber Löwe, du bist in dieser Zeit, in einer Zeit, wo du dich erholst von einer gewissen Situation aus deiner Vergangenheit, die unausgeglichen war, die auch schmerzhaft war. Für dich ist diese Zeit jetzt aber langsam vorbei und ja, du feierst einen Moment in deinem Leben, wo du auch wieder eine neue Lebenskraft spürst, wo du weißt, es geht in eine neue Richtung und möchtest das auch in diesem Moment genießen und hast ein Gleichgewicht in dir drin. Deine Emotionen sind in deinem Gleichgewicht. Du hast vieles können für dich verarbeiten und ja, kannst auch das, was du dir gegeben hast, auch wirklich feiern. Für dich auch feiern. Du hast eine Kraft in diesem Moment, wo dir auch wie auch die Möglichkeit gibt, etwas Neues zu beginnen. Und ja, du hast vielleicht jemand Neues kennengelernt und bist vielleicht auch etwas sprachlos, kannst es vielleicht auch nicht glauben fast, dass du einer Person begegnet bist, auf die du vielleicht sehr lange gewartet hast. Und ja, du spürst einfach dich in einer neuen Energie und ja, du bist neugierig, was jetzt das alles sein soll, aber ich spüre, dass du ja das fast nicht glauben kannst, dass du dieser Person begegnet bist. Und ja, es sieht so aus, wie wenn das eine schicksalshafte Begegnung ist, lieber Löwe. Ja, dann schaue ich mal, wie ist die Energie deines Gegenübers? Ja, da habe ich die 8 der Münzen. Der Turm. Page der Münzen. Ast der Stäbe und an der Unterseite des Decks 7 der Münzen. Ja, diese Person ist eine Person, vielleicht hast du diese Person ja durchs Internet kennengelernt oder vielleicht arbeitet ihr auch zusammen irgendwie. Kann das gut möglich sein, dass ihr euch ja so kennengelernt habt. Und ja, für diese Person ist das auch ein etwas komplett Schicksalshaftes. Ist sicher aus der Ruhe gebracht worden.
hat das sehr wahrscheinlich auch nicht so erwartet, dass etwas Neues auf die Person zukommt und ja, spürt in diesem Moment eine starke Leidenschaft für dich und ist wirklich neugierig, dieses zu erkunden. Und ja, ist sehr eine spannende Energie, weil wo ich jetzt diese Karte gezogen habe vom Rad des Schicksals, habe ich mir so gedacht, dass der Turm auch hier wirklich gut passen könnte in diese Geschichte. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass auch für dein Gegenüber das hier schon eine Begegnung ist, die schon wirklich alles durcheinander bringt. Denn diese Person war sich das sehr wahrscheinlich, also war nicht gefasst auf so eine spontane Begegnung und ja, spürt auf jeden Fall eine intensive Leidenschaft. Ja, dann schaue ich mal so, was das Thema ist, so zwischen euch. Zwei der Schwerter. Der Narr. Neun der Kelche. Page der Schwerter und an der Unterseite des Decks Königin der Stäbe. Ja, sicherlich ist ein bisschen das Thema hier, dass ihr hier schon vielleicht euch gar nicht sicher sind, sicher seid, hey, was läuft hier gerade? Kann ich dem Ganzen eigentlich trauen. Hier ist sicher irgendwie die Unsicherheit da, ob das Ganze jetzt wirklich dem entspricht, was ihr euch gewünscht habt. Ich denke, dass ihr beide oder sicher mal du, lieber Löwe, aus einer Situation kommst, wo du Herzschmerz auch erlitten hast und vielleicht auch eine Trennung hinter dir hast und hier ist vielleicht schon ein bisschen die Sprachlosigkeit über diese Situation. Soll ich oder soll ich nicht? Ist das jetzt wirklich das, was ich mir so herzlichst ersehnt habe? Ist es wirklich genau das? Kann ich dem Ganzen auch trauen? Und ja, und vielleicht herrscht ein bisschen eine noch kalte Kommunikation zwischen euch, aber ja, das ist sicher ein bisschen so das Thema zwischen euch, aber ich denke oder spüre, ihr seid so schon ein bisschen so in der Anfangs-Kennenlernphase, so spüre ich das auf jeden Fall. Was ist hier der Ratschlag vom Universum? Bitte, liebes Universum, eine Energie. Für den Löwen ein Ratschlag bitte. Vier der Münzen. Ass der Schwerter. Der Magier. Der Mond. Und an der Unterseite des Decks die Liebenden. Ja, lieber Löwe, ich sehe, dass du in diesem Moment, also dass der Ratschlag vom Universum sicher ist, hier in diesem Moment, ja, dich nicht zurückzuhalten. Wirklich, du darfst für dich die Klarheit finden. Du darfst für dich wirklich das, was du spürst, auch in die Botschaften, die du auch erhältst in diesem Moment, darfst du auch wirklich als wahr
annehmen als deine Wahrheit, die in dir ist und die auch wahr ist. Für das brauchst du keine große Bestätigung, denn du hast auch hier einen Schutzengel und diese Verbindung ist auch schicksalshaft geführt. Und du darfst das als wirklich wahr empfinden und darfst auch ja, das für dich, diese Klarheit für dich auch ausleben und spüren. Du darfst das, was zwischen euch ist, dass du vielleicht auch vielleicht hier nicht klar siehst, was hier genau abläuft. Ja, dem darfst du wirklich, das darfst du wirklich auf Seite legen, diese Ungewissheit auch herauskommen aus der Stille und auch für dich schauen, was kannst du alles tun, um jetzt etwas Energie in diese Verbindung hineinzugeben, etwas aus dir heraus erfinderisch zu werden, für dich diese, ja, diese, für dich diese neue Kraft, die du spürst, auch einsetzen und all deine Energie, die du hast, auf der ganzheitlichen Ebene einsetzen. Und ja, das ist so der Ratschlag vom Universum. Lieber Löwe, komme in dein Herz. Versuche, in deine Herzensenergie zu kommen. Und denn das Vergangene ist vorbei. Du kannst einen Schritt deinem Gegenüber zugehen, denn das Vergangene ist vorbei. Du bist nicht mehr in einer Situation des, wie es auch einmal war. Du darfst wirklich für dich jetzt auch spüren, in dich hineinspüren, dass natürlich auch diese Verbindung für dich auch schon eine tiefe, feurige Kraft auch hat. Und ja, sehr wahrscheinlich auch spürst du, dass diese Verbindung nicht von dieser Welt ist, dass diese natürlich schicksalshaft ist. Und an das darfst du glauben. Glaube an das, lieber Löwe, denn du hast, wenn du das Gespür hast, dann kannst du auch deiner Intuition Glauben schenken. Denn all diese Energie, die du hast, diese hast du in dir drin als Energie. Und wenn du diese spürst, dann spürst du diese. Siehst du diese Hand, die auch diese Energie hier herauslässt? So darfst du das auch spüren, lieber Löwe. Ja, dann möchte ich hier noch eine Mondenergie für den Löwen. Es wird sich nichts ergeben. Mond auf leerer Bahn. Und an der Unterseite des Decks ein Neubeginn steht an. Ja, lieber Löwe, du kannst entscheiden, ob du hier dieser Situation möchtest die Kraft geben. Es wird sich nichts ergeben, sofern du nicht aktiv wirst, so verstehe ich das. Und ja, ein Neubeginn steht an. Es steht wirklich in deiner Macht, so quasi in deiner Macht, ob du diese Situation hier möchtest, Leben geben möchtest, Glauben schenken. Und ich denke schon, lieber Löwe, dass du in diesem Moment dieser Situation eine Kraft geben kannst. Und du hast die Werkzeuge und die Macht dazu. Und wenn du liebst, wenn du spürst, dass diese Person dein Herz hier berührt,
und du dich wieder neu erweckt fühlst, dann gehe dieser Person einen Schritt zu. Denn du weißt ja auch nicht, was diese Person auch alles erlebt hat in der Vergangenheit. Denn diese Person kommt sicher auch aus einer schwierigen Situation. Denn ich habe hier auch die drei der Schwerter. Und ja, darum sei hier nicht, habe keine Vorurteile, sondern komme ins Handeln. Ja, lieber Löwe, das ist das, was ich so intuitiv für dich wahrnehme. Und dann wünsche ich dir nur das Beste und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Alles Liebe dir. Tschüss, mach's gut.